Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Biotechnologie TV, dem Nachrichtenmagazin von biotechnologie.de. Heute geht es um neuartige dreidimensionale Einblicke, um synthetische Biologie und um winzig kleine Moleküle, die sogenannten MikroRNAs. Mit einem Mikroskop kann man zwar die kleinsten Details eines Organismus sehen, leider muss man das Untersuchungsobjekt dafür oft zerschneiden. Das wollten Forscher vom Münchner Helmholtz-Zentrum ändern und entwickelten eine neue 3D-Technik. In einer Fruchtfliege bilden sich die Flügel. Das kann man sonst nicht beobachten, weil der Insektenpanzer kaum durchsichtig ist. Forscher haben den Tieren fluoreszierende Eiweiße gentechnisch angezüchtet. Nun richteten sie Lichtstrahlen aus verschiedenen Winkeln auf das Insekt. Aus dem wenigen Licht, das durch den Panzer zurückschien, konnten die Wissenschaftler ein dreidimensionales Bild errechnen. Bisher haben Forscher die Lebewesen auseinandergenommen, um sie zu verstehen. Jetzt gehen sie einen Schritt weiter. Sie wollen Zellen und Organismen auf ihre wesentlichen Funktionen reduzieren und künstlich nachbauen. Eine neue Wissenschaftsdisziplin elektrisiert viele Forscher, die synthetische Biologie. Dabei sollen nicht nur einzelne Biomoleküle künstlich hergestellt werden, sondern auch ganze Zellen oder organismusähnliche Strukturen geschaffen werden. Schon heute ist es möglich, Gene im Labor nachzubauen. Daran arbeitet zum Beispiel die Regensburger Firma GeneArt, ein Pionier der synthetischen Biologie in Deutschland. Bei der synthetischen Biologie verwischen die Grenzen zwischen Lebendigem und technisch Konstruiertem. Ein Ansatz, der nicht nur philosophisch viele Fragen aufwirft. Deshalb haben nun die großen Forschungsorganisationen zu einem breiten gesellschaftlichen Dialog über Chancen und Risiken der synthetischen Biologie aufgerufen. Eine Laborgerätefirma hat eine Maschine entwickelt, weiß aber nicht, wie sie die Zielgruppe, also die Forscher, erreichen soll. Die Lösung? Eine Boygroup, die das Gerät besingt. Unsere Auslese. Noch hält die Wissenschaftlerin wie gewohnt ihre Pipette in der Hand. Doch die coolen Jungs, die sie umwerben, erlösen sie. Sie singen: Kein Pipettieren mehr am späten Abend. Du brauchst etwas richtig Tolles. Und das richtig Tolle ist eine Maschine, die automatisch pipettiert. Ob die Firma Eppendorf mit ihrem ungewöhnlichen Spot den typischen Forscher erreicht, ist unwahrscheinlich. Lustig ist der Clip allemal. Wissenschaftler konzentrieren sich meist auf nur wenige Modellorganismen, die Maus oder die Taufliege Drosophila. Berliner Forscher wollen jetzt einen neuen Modellorganismus hinzufügen, den Plattwurm, denn der hat eine ganz besondere Eigenschaft. Nikolaus Rajewski forscht am Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin. Sein Spezialgebiet ist eine Klasse von Molekülen, deren große Bedeutung erst in den letzten Jahren deutlich wurde, die MikroRNAs. MikroRNAs kontrollieren, wie viel Proteinkonzentration gemacht wird, oder kontrollieren einen Teil davon. Und das ist für das gesamte Leben von fundamentaler Bedeutung. Die Konzentration von Proteinen in ihren Zellen bestimmen, ob die Zelle gesund ist oder krank. Das Team von Rajewski erforscht MikroRNAs unter anderem bei Plattwürmern. Denn diese auch Planarien genannten Tiere können etwas ganz Besonderes. Zerschneidet man sie, dann bildet sich aus jedem Stückchen wieder ein kompletter Wurm. Dafür besitzen sie viele Stammzellen. Also mich hat es komplett überrascht, dass wir in den MikroRNAs, die in den Planarien mit der Stammzellbiologie in der Regeneration etwas zu tun haben, dass wir MikroRNAs gefunden haben, die es im Menschen 100% konserviert auch so gibt. Sie haben gerade nicht so ganz verstanden, was MikroRNA ist? Kein Problem, das erklären wir Ihnen in unserer Rubrik Kreidezeit. Der Weg von einem Gen zu einem Eiweiß geht über mehrere Schritte. Zunächst muss der in den Genen gespeicherte Bauplan für das Eiweiß in einen Botenstoff übertragen werden. Dieser wird dann genutzt, um das Eiweiß zu produzieren. Damit ein Organismus gut funktioniert, muss jeder dieser Schritte genau kontrolliert werden. Bis vor kurzem dachten wir, dass wir die meisten wichtigen Regulationsmechanismen kennen. Aber dann wurden die MikroRNAs entdeckt. MikroRNAs sind nichts anderes als kleine Erbsubstanzschnitzel. Diese lagern sich an den Botenstoff an und blockieren diesen. Und damit kann kein Eiweiß mehr produziert werden. MikroRNAs spielen eine große Rolle bei der Entwicklung von Organismen. Zum Beispiel können sie festlegen, ob aus einer Zelle eine Muskelzelle wird.
Das war's schon wieder. Die nächste Ausgabe von Biotechnologie TV erscheint am 31. August. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin dann mal weg. DNA, RNA, protein, cell cultures, less reagents, faster workflow, saves you money, well, well, well. And it's called EP Motion.